Mit gemischten Gefühlen geht der Ex-Banker Rudolf Elmer aus der Urteilsverkündung am Zürcher Obergericht. Es sind natürlich sehr viele Punkte drin, aber der wichtigste Punkt, mit dem bin ich zufrieden. Und das ist die schweizerische Bankgeheimnisverletzung, dass ich die nicht begangen habe. Gehen Sie jetzt vor Bundesgericht? Das ist im Moment schwierig zu sagen, weil die rechtliche Situation möchte ich gerne anschauen mit meiner Anwältin anschauen. Und sie wird dann darüber entscheiden. Und ich, ob wir werden gehen oder nicht. Kein Schuldspruch hat es für den Hauptvorwurf von der Bankgeheimnisverletzung gegeben. Er sei zu dieser Zeit kein Arbeitnehmer von einer Schweizer Bank gewesen. Die Staatsanwaltschaft hat am Rudolf Elmer vorgeworfen, dass er verschiedene Steuerdaten den Medien und der Enthüllungsplattform WikiLeaks zugespielt hat. Sie hat darum eine Freiheitsstrafe wegen Verletzung des Bankgeheimnisses gefordert. Dass die jetzt ausbleiben ist, sieht der zuständige Staatsanwalt nicht als Schlappe. Ich bin der Meinung, dass wir uns einig sind mit dem Gericht in ganz weite Strecken. Wir unterscheiden uns in der Beurteilung von einem einzigen Vertrag. Die letzte Instanz war der andere Ansicht. Wir werden sicher prüfen, was das Gericht uns schriftlich begründet und werden auch prüfen, ob wir das weiterziehen. Ganz klar ist es ein Freispruch im Bereich Bankgeheimnis. Ich bin der Meinung, es ist hauchdünn. Wir werden das ganz sicher genau prüfen. Das Obergericht hat Rudolf Elmer von einzelnen Handlungen freigesprochen und den Rest der Forderungen eingestellt. Außerdem darf er auch weiterhin als Vermögensverwalter arbeiten. Ein Berufsverbot hat er nämlich nicht bekommen. Trotzdem ist die Verteidigerin nicht mit allen Punkten zufrieden. Ich bin erstens mal froh, dass jetzt das Gericht im Hauptpunkt meinem Antrag gefolgt ist. Also es ist festgestellt worden, dass der Herr Elmer keine Verletzung vom schweizerischen Bankgeheimnis begangen hat. Und das ist jetzt lang gegangen, bis es zu so einem Urteil gekommen ist. Aber letztendlich sind wir durchgekommen. Mit Bezug auf die Nebenpunkte hat es also viele Punkte, wo das Gericht meinen Anträgen nicht gefolgt ist. Ich werde jetzt das schriftlich begründete Urteil abwarten und dann das prüfen. Die nächste Instanz, die sich mit dem Fall Elmer beschäftigen würde, wäre das Bundesgericht.